Willkommen zurück hier bei Ingames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Metal Gear Rising und sind ja gerade dabei, Mistral zu besiegen. Wobei wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Wir werden von diesen Typen hier verfolgt. Boah, du misch dich jetzt nicht ein, Mädel. Ganz ruhig. Ich kümmere mich jetzt erstmal um dein Spielzeug. Und danach kümmere ich mich auch um dich. Warte. Ich wollte das eben einsammeln. Jetzt dein Typ hier. Ach. Wieso kannst du mich nicht mal deinen Typen hier erledigen lassen? So, der ist zerstört. Jetzt sammle ich eben noch das ein. Wow. Weil ich schon 10% von dir abgeschlagen habe, schickst du mir deine Kompanen? Also da hat selbst Metal Gear... Wow. Metal Gear Ray mehr... Was? Folgen? Ich folge nicht... Wow. Diese Mannequin, die stören mich einfach. Wow. Das war Ich hab's kommen sehen, aber naja, es hat nicht ganz funktioniert. Komm schon. Ich weiß noch nicht mal, wofür die Dinger da gut sind. Ob das nur KP sind oder... Wofür das sonst gut sein soll. Ja, und vor allen Dingen, sie ist ja auch mal gar nicht so schlecht. Komm schon. Ich wusste sie... So, und jetzt... Fertig machen. Ich muss, glaube ich, den Stab attackieren oder irgendetwas. Was auch immer ich attackiere... Wo ist sie hin? Verdammt, sie ist abgehauen. Nicht schlecht, ganz ehrlich. Jetzt regeneriert sie sich erstmal wieder. Okay. Och, ich gebe bestimmt nicht auf, Mädel. Uff. Alle Achtung, diese Sequenzen sind cool gemacht. Ah, wie cool, ein Szenenwechsel. Ja, dann komm. Wenn du mehr willst, dann komm noch her und dann kriegst du mehr. Was schleuderst du da auf mich, bitte? Geh weg. Wow. Komm, zack. Oh. Okay. Habe ich sie jetzt erwischt oder... Oh, die kam von oben. Ganz böse. Habe ich das jetzt abgewehrt? Oh, nein. Haut ab. Ach, diesen blöden Kometen. Oder... Komm schon. Jetzt habe ich dich aber... Jetzt sind diese Viecher wieder hier. Ach, ich bin noch mitten in diesen Kometen reingesprungen. Ja, sorry, die Dinger sind hier am Rand. Wie soll ich da dran kommen? Wow, sie hat mich betäubt. Das gefällt mir gerade gar nicht. Die Musik ist klasse. Die Szenenwechsel sind genial. Die Sequenzen auch. Oh, das macht so richtig Spaß. Lass es mal endlich so einen richtigen Fight, der sich auszahlt. Wow, ganz ruhig. Ich hätte mich wohl viel schneller wehren müssen. Oh nein, lass mich los. Okay. Na,
Boah, jetzt gerade, wo ich mich wehren wollte. Ich wollte eigentlich hier schneiden. Okay, boah, dieses Viech. Viele Prozent hat sie nicht mehr. Aber sie hat noch wieder Arme sich zugeholt. Das muss ich verhindern. Ja, jetzt ist sie da oben. Komm her, Viech. Kämpfe ich so lange gegen dich. Und wenn ich die schmeiße, fällt mir gerade mal so ein. Das stört doch Elektro-Dinger. Oh, wie cool. Und jetzt kämpfen wir hier im Nebel oder was? Oh, ich dachte, die Dinger sind außer Gefecht gesetzt, aber da habe ich mich wohl geirrt. War das jetzt ihr Move? Mein Move? Wurde ich zurückgeschlagen? Keine Ahnung, aber das wird gerade immer stylischer. Das macht richtig Lust auf mehr gegen sie gerade zu kämpfen. So nicht, Mädel. Ah, ich hab die falschen Tasten gedrückt, deswegen. Immerhin Rang B, kann man nicht meckern. Mistro, report! Your vitals are dropping. I lost. So this is how they felt. Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Let him. The two won't go. Jetem, Mister, you never. Oha, Jetem heißt ich liebe dich auf Französisch. She's not talking to you, idiot. You! You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's over, Dos I am. Surrender. I did 2 points to get in. Translation? Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russia money to make Russia money. It is no plan for Abkhaz. It is their prison. But now, they will be free! Blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Kapitelergebnis. So. Schwierigkeitsgrad normal. B, B, C, A. Dann haben wir angeblich einen Kampf ausgelassen. So sehe ich das gerade. Ich überlege gerade mal. A-Rang? Was war der A-Rang? War das nicht gegen diese Geckos? Glaube ich. Das war auf jeden Fall A-Rang. Aber habe ich davor einen Kampf ausgelassen? Kann ich mich nicht dran erinnern. Also jetzt mal ganz ehrlich. Okay, CC und BB. Aber warum habe ich dann Kampfrang C? Ich habe 2B... 3C und 2A. Wenn ich die A's nehme, dann kann ich 2C zu B machen. Dann habe ich 5 B's
6 Bs und ein C. Und warum komme ich dann auf einen C-Rang? Gut, letzten Endes soll mir egal sein. KP-Bonus sind 7000, die nehme ich mal an mich. Einfach mal gut schreiben. 76.000 KP, damit lässt sich gleich eine Menge einkaufen. Was? Stangenwaffe. L. Etranga. Etrange? Keine Ahnung, wegen Französisch vorhin. Sieht ein bisschen so aus wie die Waffe, die wir von Mistral bekommen haben. Was heißt bekommen haben, die sie eingesetzt hat? Raidens Körper anpassen? Ja, machen wir erstmal direkt. Wir haben ja genug Geld bekommen. Körper? Mit dem Körper kann ich mal wieder nichts machen. Moment, wieso habe ich jetzt nur noch 40.000 KP? Ach so, das Geld, was ich schon ausgegeben habe, bekomme ich nicht wieder. Schade. Okay, Verbesserung mit meiner Klinge kann ich auch nicht machen. Sekundärwaffe. Stangenwaffe, was ist damit? Kaufen. 10.000, egal. Kaufen wir einfach mal. Verbesserung. Eine Kraft nehmen wir auch mal direkt an uns. Dann haben wir das auch. Eine durch Verbindung mehrere Tripodarme hergestellte Stangenwaffe. Der Anwender kann sie wie ein Speer einsetzen oder die Spannung der Arme verringern, um sie in einer Art Peitsche zu schlagen. Entwickelt nach sorgfältiger Analyse von Mistrals Kampfdaten. Ah, okay. Fertigkeiten. Habe ich auch neue bekommen? Den Donnerschlag, den ich haben wollte. Was ist das denn? March du Ciel? Nicht gekauft. Eine von Mistrals Kampfdaten basierende aktualisierte Version der in Raidens Cyberkörper verwendeten Firmware zur Neuabstimmung des Einsatzes der Stangenwaffe Le Etranger ermöglicht ihm, die Waffe als Katapult einzusetzen, um einen Saltesprung auszuführen und so den Gegner von oben zu zertrümmern. Interessant. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was kaufe ich mir? Erstmal meine eigenen. Also ich kann sowieso nur einen von denen hier. Wobei ich schon gerne mal mein Leben oder meine Brennstoffzellen hätte auffrischen wollen. Okay, ich guck gerade mal. Leben und Brennstoffzellen kosten 8.000. Damit bin ich bei 16.000. Dann habe ich nicht mehr genug für irgendwas anderes. Okay, ich werde es mal so machen. Ich werde mir Leben kaufen. Verbesserung, ja, kaufe ich mir einmal. Mehr kann ich mir eh erstmal nicht kaufen. Und Brennstoffzellen werde ich mir auch eine kaufen. Dann verbessere ich das. Und den Rest der Fertigkeiten muss ich ein andermal. Ich meine, ich habe schon 4 Stück. Den Donnerschlag hätte ich zwar noch gern gehabt, aber dafür reicht die KP leider nicht. Waren wir nicht gut genug? Schade. Anpassungsbildschirm verlassen? Ja, bitte. Ich habe gerade überlegt, ob wir den Part abschließen hier. Aber dafür ist es einfach zu kurz. So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K-9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on two levels. Let's go. Cyborg? Es ist Romero. ¿Qué? ¿Huh?
Adios, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Überhaupt nicht unauffällig. Mit so einem riesen Hund, mit so einem richtigen Wagen. All right, let's get started. Your mission is to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels and human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Wie? Er läuft jetzt vor und ich soll ihn beschützen. Wie soll das denn gehen? Ich hoffe, er meint das umgekehrt. Okay, hier komme ich nicht weiter. Wo? Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Oh, schön. Also unser Kollege heißt Wolf. Und keine Ahnung, wo wir hier eingestiegen sind. Also die Luke sehe ich definitiv nicht mehr. Und auch was das für Trümmer sind, fraglich. Aber gut, ich denke mal, wir gehen die Kanalisation einfach mal hier weiter. Was ich auch noch cool fand, das im Kampf konnte ich es nicht so richtig erwähnen. Das war, ich konnte während des Kampfes zum Beispiel die Streugranate werfen und alles war mit Nebel umzogen. Fand ich auch cool, so einen stylischen Effekt da reinzubringen. Hatte zwar keinen Nutzen, die Granate, aber naja, kann man mit leben, dass man die mal vergeudet hat dafür. Also ich lasse mal jetzt diesen ER-Modus mal an, um irgendwelche Gegenstände nicht zu übersehen. Hier im Wasser. Da drüben kann ich was zerschneiden. Das Fass. Hier geblieben. Ich wollte dich zerschneiden. Kann ich nicht? Ich wollte dich eigentlich komplett zerschneiden. So, geht doch. Aber da ist nichts drin. Schade aber auch. Der Typ hat doch gerade unser Kollege, dieser neue... die neue Maschine, die wir eigentlich jetzt zerstört haben und die leider keine Kettensäge mehr im Schwanz hatte, die ja eigentlich genial war, hatte gesagt, hier sind UGs im Nanopasta halten, sind UGs. Ich weiß nicht immer ganz genau, was UGs sind. Ich meine, das wären diese Geckos gewesen. Bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Ohne Sequenz. Verdammt, ist das sowas wie ein Endgegner oder? Oh, der haut mich ganz schön um, ganz ehrlich. Hat mit 20% sofort abgezogen. Oh, ich wollte mich gerade verteidigen. Mit jedem seiner Angriffe zieht er mir 20% ab, oder was? Ich wollte gerade abhauen. Au. Sag mal, ich bin doch kein Spielzeug, Kollege. Oh. Komm schon. Oh, ich dachte, ich hätte ihn. Dabei hatte er mich. Na, komm schon. Schießen kannst du auch nicht richtig, oder? Verdammt. Oh, ich kann nicht so schnell drehen.
diese Quick Events. So, so blockt man nicht. Ich hoffe, der hat eine Einheit da drin. Sonst. Ich muss mich aufladen. Nein, ich wollte nicht ins Menü rein. Wow, beeil dich, Raiden, hau ab. Nein, jetzt musste ich eine Einheit schlucken wegen dir, du Idiot. Oh, ich wollte. Jetzt habe ich die Dings hier gelegt. Und nehme mir selber die Sicht dadurch. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Typ? Oh, der ist ja schlimmer als jeder Endgegner. Was? Ich wollte gerade das Ding da rausschneiden. Rang D gibt's auch. Ja, sehr schön. Ich glaube, bei diesem Kampf habe ich so alles mit allem versagt. Ich werde jetzt den Codec-Anruf starten. Oh, man kann mit Wolf kontaktieren. Auch nicht schlecht. Aber erstmal mit Courtney und wir speichern. I can't believe Dolzaev blew himself up. Pretty common terror tactic. You don't usually see the leaders doing it, though. It's one thing to get your flock pumped up on the glory of dying for the cause, but it's not often they actually go through with it themselves. You gotta have a public face, after all. The guy who gets to claim responsibility on the evening news. In a weird way, Dolzaev showed some serious dedication. Not that I'm about to praise him for it. Yeah, still a terrorist. A suicide bomber in the end. If that's what you want to call him. Still, he kind of failed at it. How so? Well, all that explosion did was put a dent in Abkhazia's budget. More Russia's, really. They're the ones rebuilding the refinery. The coup didn't work out. He couldn't overthrow the government. He was barely a blip on Russia's radar. So, you're saying the bombing didn't accomplish any of his goals? He did it just because he was cornered? Sounds more like just plain suicide. Yeah. Probably wanted to end things with his own hands. Like a samurai committing harakiri. Still not something to be commended for, though. Yeah. Lumping him in with true warriors like the samurai just gives them a bad name. Nettes Gespräch und ich sage mal einfach, wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Es ist schade, dass ich diesen Typen, diesen UG, nicht besser schlagen konnte, aber irgendwie hatte der so viele neue Tricks drauf und dann habe ich auch noch versehentlich meine Streugranate geschmissen. Lief irgendwie nicht gerade rund. Ich versuche es demnächst besser zu machen, da werden bestimmt noch einige davon auf uns warten. Schalte also auch beim nächsten Part wieder ein, wenn es heißt, wir spielen Metal Gear Rising. Wir sehen uns dann.